Genau, Seawing meldet sich zum Dienst. So, das war schon mal deine Luftwaffe. Ich hab schon alles gesehen. Wir bleiben unten. Ja, wir bleiben unten. Wir gehen gleich direkt auf volle Vernichtung. Alles ruhig. Ja, alles ruhig. Und er baut Welten wieder. Aber es wird ihn nichts bringen. Tja. Giles, die werden dir nicht viel nützen. Mein alter Freund, wie du mich nennst. Auch wenn wir nicht viel zu tun haben miteinander, zum Glück. Das war dein Bauhof. Ein Shogun-Schlachtschiff brauchen wir noch. Gut. Dann wird jetzt die zweite Flotte ausgehoben. Ich werde euch mal markieren, beziehungsweise ein Schlachtschiff kommt noch dazu. Da ist es. Ihr seid Team 1. Und konzentriert euch bitte nicht auf die Abwehrsysteme. Das ist sowas von blöd. Echt, das muss nicht sein. Welcher von denen hat noch einen? Ja, er hat sich gerade einen gebaut, aber da haben wir noch Zeit. Fahr man erstmal hoch zu denen hier. Und greift den Proton-Collider an. So, Flotte 2 macht sich auf den Weg. Was ist da los? Wieso werden die angegriffen? Oh, die fahren da voll rein, ihr Idioten. Ja, super. Das sollte nicht passieren. Vollidioten. Warum fahrt ihr da rein? Seid ihr bescheuert? Ihr könnt doch nicht da einfach reinfahren, Leute. Seid ihr bescheuert? Bescheuert oder größenwahnsinnig? Eins von beiden. Fahren sie da einfach rein? Einfach so. Ohne jeglichen Grund. Einfach rein. Welcher ist das eigentlich? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich der oben. Schaltet einfach die Kraftwerke aus, dann ist der außer Betrieb. Danke und weiter. So, warum wartet ihr hier? Feuer! Nix hier warten. Feuer frei, Jungs. Nicht träumen. Er ist nämlich gleich bereit hier. Das geht gar nicht. Okay, der war einsatzbereit. Mehr. Wir brauchen mehr. Ich frage mich, welcher Proton-Collider das jetzt ist. Vernichtet ihn vollständig. Schiffe, steht nicht rum, ihr habt was zu tun. Sehr gut. Ihr sollt euch nicht um die Abwehr kümmern. Kümmert euch um seine anderen Gebäude. Die sind viel wichtiger. Das war sein Bauhof. Sehr gut. Das war sein Proton-Collider. Wunderbar. Aber
Aber einer läuft noch und der ist sogar ziemlich weit bereit. Leider. Also hin da. Haltet ihn auf. Er darf ihn nicht einsetzen. Er ist auch schon der letzte Gegner, wenn ich das richtig sehe. Da ist noch einer. Schaltet ihn aus. Flotte 2. Vorwärts. Keine Gnade dem Feind. Ich hätte fast was Verkehrtes gesagt. Sehr gut. Sein einsatzfähigster Protonkillleiter ist außer Betrieb. Sehr gut. Wunderbar. Vor allen Dingen, er hat Stufe 1, aber kann einfach mal den Protonkollider direkt bauen, ne? Ist klar. Wisst ihr Bescheid, ne? Freunde. Aber Freunde, das läuft. Das läuft gut. Das läuft. Wunderbar. Schaltet das Ding noch aus und danach direkt runter. Oh, oh. Wunderbar. Und runter. Halt. Unzureichende Mittel. Ich glaube, das war's. So, dann hat Team 2 was zu tun. Team 1 meine ich. Da ist noch ein Kraftwerk. Kümmern wir uns vielleicht drum. Aber er hat nur noch einen Protonkollider, das ist schon mal gut. Wunderbar. Und jetzt das letzte Kraftwerk da. Leute, was macht ihr da? Ihr sollt die Kraftwerke angreifen. Ihr sollt die Gebäude angreifen. Warum macht ihr das nicht? Ich habe euch den klaren Befehl erteilt. Warum macht ihr das nicht? Träumen könnt ihr später, wenn wir gewonnen haben. Dann ist es mir egal. Sehr gut. Wunderbar. Und jetzt das noch. Das ist sein letztes Gebäude. Ja! Ja! Nächstes Mal bringe ich etwas Größeres mit als den Protonen-Collider. Gibt's nicht. Ja! Ja! Wir haben den Protonen-Collider. Das heißt, wir haben die alliierten Superwaffen zusammen. Ja! Geil! Geil! Mensch, das läuft. Wir haben nicht mal eine Stunde und 13 Szenarien geschafft. 12:33 haben wir gebraucht. 15:30 hätten wir Zeit gehabt, 8.645 Zeitbonus, Schwierigkeitsbonus 7.000, Effizienz 12, Gesamtbonus 46.935 Credits, Gesamtreserven. Wir haben den Proton-Collider. Ja, geil, richtig gut, Wahnsinn. Sehr, sehr geil, Alter, wir haben fast 1 Million, einfach mal fast 1 Million, jawohl. Jo, die Mission haben wir auch. Mensch, das läuft ja richtig gerade. Ich bin ja begeistert. Aber Freunde, Vorsicht. Vorsicht. Es wird gefährlicher. Wollen wir uns gleich als nächstes den Dezimatorkern krallen? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich kenne die Mission nämlich nicht mehr. Aber stimmt. Ich muss eine Aussage korrigieren. Der letzte Countdown, die Mission kannten wir auch schon. Aber jetzt haben wir die auch. Also jetzt ist nur noch Eisbrecher. Die einzige bekannte Mission. Alle anderen sind uns unbekannt. Gehen wir mal in den Dezimatorkern. Bis zum letzten Schuss. Also, es geht gegen Shinzo alleine. Mhm. Schon mal interessant. Gegen Shinzo alleine, okay. 16 Minuten haben wir Zeit. Es geht um den Dezimatorkern der Japaner. 16 Minuten Zeit, wie gesagt. Stellen Sie sich vor, das Reich hat irgendwie einen Nanokern über den Ozean bis hierher geschmuggelt. Und nicht nur das, er enthält die Pläne für ihre größte und mächtigste stationäre Waffe. Wir sollten den Einheimischen einen Gefallen tun und uns darum kümmern. Dadurch erfahren wir möglicherweise sehr viel mehr über ihre seltsamen Psionik-Experimente. Dieser sture Möchtegern Shinzo hat geschworen, die Waffe zu beschützen. Aber sie werden dafür sorgen, dass er seinen Schwur bricht. Genau wie sie seine Verteidigung durchbrechen werden. Hm? Mit Infanterie. Als erstes versuchen wir Infanterie. Seit Jahren ist das Schicksal auf meiner Seite. Ja, ja. Nun warte ich hier in meiner Basis und vernichte sie aus sicherer Entfernung.
Nein, wirst du nicht. Denn ich komme zu dir, mein Freund. Das glaubt man. Aber frag nicht nach Sonnenschein. Und ich werde deine Leute am Arsch kriegen, das glaubt man. Mit Hilfe einer Kombination aus kaiserlicher Krieger und Panzerknacker nämlich. Das ist die erste und naheliegendste Taktik. Deswegen verwende ich die auch. Aber wenn wir Glück haben, brauchen wir nicht sehr lange, um ihn auszuschalten. Warum packst du dich nicht einfach direkt da aus? Da kommt er nämlich schon. Ja. Sammelpunkt setzen. Vorwärts. Du Feigling. Es ist nicht wahr. Natürlich hat er Verteidigung. Es kann nicht angehen. Natürlich hat er Verteidigung. Der feine Herr. Danke, damit hat sich der Plan schon erledigt. Super. Seit Jahren ist das Schicksal auf meinem Feigling. Und nun warte ich. Feigling. Und vernichte sie aus sicherer Entfernung. Ich denke, du setzt auf Ehre. Du hast keine Ehre, Shinzo. Du bist eine einzige Enttäuschung. Du hast keine Ehre. Sonst würdest du keine Geschütztürme haben. Feigling. Ich glaub's nicht, ey. Der hat Geschütztürme zur Verfügung. Ist nicht wahr. Was für eine feige Sau. Unglaublich. Gut. Du willst spielen, Freundchen? Dann lass uns spielen. Aber glaub ja nicht, dass ich dich gewinnen lasse, alter Mann. Die Bohrentürme sehen da übrigens sehr reizvoll aus, muss ich sagen. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Irgendwelche Erdlager? Muss ich wirklich sagen, die sehen sehr reizvoll aus. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Ausbildung. Bau abgeschlossen. Irgendwelche Erdlager? So, 3 Raffinerien. Jetzt bin ich gespannt, wie schnell das dauert, bis die Plattform kommt. Er wird sicherlich auch bald Truppen rüberschicken. Unzureichende Mittel. Ich hätte gedacht, ich könnte ihn eiskalt erwischen. Ja, denkste. Natürlich hat er sich gesichert. Weil die Entwickler wahrscheinlich auch ganz genau wussten, dass die Leute vielleicht auf die Idee kommen könnten. Wie wäre es mit einem Blitzinfanterieangriff? Genau deswegen haben sie ihnen nämlich auch die Defender gegeben. Damit er ja eine mögliche Verteidigung hat. So eine Scheiße. Aber ich werde nochmal einen Dockskern bauen. Ja, ich habe dich gerufen. Rüber auf die andere Seite. Bau erstmal ein paar Mecha-Tengus zur Verteidigung. Werden wir wahrscheinlich leider brauchen. Wenn wir gegen den Arsch bestehen wollen. Sehr gut. Ist auch gar nicht gierig, was ich gerade mache oder so, ne? Nö, gar nicht. Ist gar nicht gierig, was ich hier mache. Überhaupt nicht. Ja, war klar. Natürlich hat er genau den gleichen Plan, aber ich war einen Ticken schneller. Ich habe den Bonus gekriegt. Natürlich klaut er mir direkt meine Dings. Frechheit. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Frecher Kerl. Ach, hier hat er schon zugeschlagen. Alles klar. Feindliche Einheiten. Was ein frecher Kerl. Echt. Ja, das Dockskern sieht. Das Tenno-Dock sieht schon ein bisschen vollständiger aus. Ach, da greift er an. Ah ja.
Verstehe. So sind wir also drauf. Da kriegst du nicht das, was du willst, und dann willst du es vernichten. So, so, so einer sind wir also. Interessant. Ah ja! Guck mal, was haben wir denn hier? Schön. Unzureichende Mittel. Du bist ein Arschloch, weißt du das? Natürlich hätte er rein zufällig wieder ohne Ende Tengus im Schlepptau. Natürlich. Bloß sich irgendwie einen Vorteil herausspielen, ne? Shinzo, wie immer. Das konntest du ja schon immer gut. Ja, und rein zufällig schafft er es auch noch. Und die fliegen voll in die Falle. Super. Ja. Na klar. Du Arschloch. Bloß in Sicherheit liegen, ne? Ja, ja. So was Feiges, ey. Ja, mit seiner Scheißsicherheit, echt. Der fliegt voll in die Flak rein. Oh, du bist doch echt ein Idiot. Ja, und natürlich hat er Bogenschützinnen, die ich eigentlich mit den Sea-Wings abwehren wollte. Aber natürlich muss er ja wieder dir seine Scheiß-Tengus hervorholen. Ich hasse dich, Shinzo. Gut, wir brauchen die Alliierten hier. Definitiv. Wir brauchen die Alliierten. Alles klar. Seit Jahren ist das Schicksal auf meiner Seite. Ja, ja. Und nun? Nun warte ich hier in meiner Basis und vernichte sie aus sicherer Entfernung. Nein, wirst du nicht. Arschloch. Du wirst keinen Schaden an meinem Volk anrichten, hätte ich jetzt fast gesagt. An meinem Volk vor allen Dingen. Nicht ihr seiner? Nein, mein Volk. Nee, ist klar. Gut. Ihr wollt die Harbinger Pilsener, ihr kriegt die Harbinger Pilsener, wenn ihr so geil auf sie seid. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Allzeit bereit. Meine leichteste Übung. Wie du willst. Aber sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Allzeit bereit. Dann kriegst du die ganze Macht von Future Tech zu spüren. Neue Bauoption. Wird gebaut. Prospektor einsatzbereit. Fies. Du bist echt fies. Du hast nicht die Möglichkeit, mehrere Positionen gleichzeitig in Anspruch zu nehmen. Leider. Ich bin hier, Mann. Wohnturm erobert. Der hat seinen Auftrag. Der geht dahin. Du bist falsch. Werkzeuge bereit. Du musst dahin. Hallo? Hallo? Du musst dahin. So. Gibt schönes Bonusgeld. Ist übrigens interessant, dass die verschiedene Texte haben tatsächlich. So, und dann schon mal ein Luftfeld. Ah, die Tengus werden ein Problem. Die Tengus sind ein Problem. Freunde der Sonne. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Holen wir uns erstmal die erweiterte Freigabe und parallel dazu Apollo-Jäger. Die werden wir wohl oder übel brauchen. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Ja, natürlich. Natürlich hat er sich schon den ersten Bonus gegriffen. Und Verteidigungsministerium. Bis das Ding fertig ist, dauert es ja zum Glück noch. Schließen wir den Feind in die Steinzeit. Eieieiei. Und die Bohrtürme ignorieren wir. Wenn die kaputt gehen, dann ist es halt so. Aber bis dato bringen sie uns schönes Bonusgeld. Ist zwar blöd, aber ich muss es leider so machen. Sehr gut. Ja, war klar.
Er wird versuchen, sie zurückzuerobern, das kennen wir ja schon. Das sieht so scheiße aus. Orange und dann Alliierte, das sieht so kacke aus. Zurückerobern können wir auch, das ist nicht das Problem.